Hallo liebe Patientinnen, heute geht es um das Thema die richtige Wahl der Implantatoberfläche. Man muss wissen, Brustimplantate haben eine über 55-jährige Geschichte hinter sich und sich in den Jahrzehnten natürlich immens weiterentwickelt, sehr zum Wohle der Patientinnen. Die ersten Implantate, die geboren wurden, auf den Markt kamen, hatten eine sogenannte glatte Oberfläche. Sie war spiegelglatt und rundherum von gleicher Konsistenz. Diese Implantate hatten eine gewisse Rate an Kapselfibrose und um diese zu senken, entwickelte man die sogenannten texturierten Implantate. Texturierte Implantate haben eine Art poröse Oberfläche, die in den ersten Jahrzehnten sich spaltete in die makrotexturierten und mikrotexturierten. Bei den makrotexturierten, also den groberen Implantaten, fand man jedoch in den letzten Jahren leider eine hohe Vergesellschaftung mit einem Lymphom, in sehr seltenen Fällen aber doch vorhanden. Und so hat sich die Wissenschaft wieder zurückgezogen auf die sogenannten mikrotexturierten Implantate. Unter anderem Implantate der Firma Mentor haben seit Jahrzehnten eine Mikrotexturierung, die wir auch seit vielen Jahren verwenden. Und mit dieser Mikrotexturierung hat man die geringstmögliche Rate nach heutigem Stand der Wissenschaft von Nebenwirkungen. Das sind die Implantate, die wir in der Praxisklinik Dr. Klöppel und Kollegen und Prosthetics seit 16 Jahren anwenden. Weiteres erzählen wir Ihnen gerne in einem Besuch unserer Klinik. Herzlichen Dank, auf Wiederhören.